Im Meisterkurs versuche ich diesen jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, dass sie sich kennen. Einen Weg zu zeigen, wo, in welche Richtung sie suchen müssen. Nicht so, dass sie wie ich spiele, sondern dass sie ihre eigene Persönlichkeit von Zwängen befreien, sagen wir. Dass sie sich wirklich durch den Komponist auch ausdrücken können. Mit anderen Worten, sie müssen es versuchen zu sehen, was der Komponist wollte, und dann sagen, aber durch ihre eigenen Möglichkeiten vom Gefühl, das ist klar. Nicht jeder will es ein bisschen anders machen. Also das ist gerade das Schöne, also die verschiedenen Persönlichkeiten. Aber es gibt natürlich viele Sachen, die relativ objektiv sind, die in der Musik sind. Also sagen wir, wenn harmonische oder melodische oder rhythmische Prozesse da sind, das muss man sehen. Wenn Stimmen da sind, muss man auch erkennen und etwas damit anfangen können. Wie? Also das wird unterschiedlich sein. Ich selber habe am meisten von Maria Callas gelernt. Ich finde, sie war eine geniale Musikerin. Sie hatte enorme Möglichkeiten mit der Stimme natürlich. Einige Details, wo nicht alle einverstanden waren mit der Stimme. Aber sie hat so unendlich eben diese Regungen von den Komponisten zu Ausdruck gebracht, dass ich enorm davon gelernt habe. Also zum Beispiel, wie man ein Crescendo aufbaut, nicht? Dass es wirklich also diese Spannung bis ins letzte Moment hineinzieht. Aber nicht nur als Stärke von den Tönen, sondern ein Piano ist nicht nur ein Piano, sagen wir, eine Quantität von Dezibeln. Ein Piano ist immer anders, kommt darauf an, wo er ist, was es bedeutet, in was für eine Phrase, in was für einen Kontext er ist. Und das hat sie also wirklich genial durch ihren unglaublichen musikalischen Instinkt dargeboten, und sie hat mich sehr inspiriert. Es ist schwierig natürlich vom Gesang auf Klavier zu gehen, weil Klavier ein Perkussioninstrument ist. Jede Note auch von einem Sänger oder einem Streicher wird auch so gespielt, dass sie ein bisschen nachlässt. Das hat zum Beispiel Pablo Casals gesagt. Nicht jede Note macht da und geht ein bisschen weg, sonst würde es so wie ein Wurm klingen. Also es wäre nichts. Nur es ist sehr schwierig, natürlich auf sein Klavier ein Legato zu machen. Und das kann man nicht total nachahmen. Die Stimme ist noch flexibler und man kann, also ist klar, es ist im eigenen Körper. Aber trotzdem, zum Beispiel, ich habe viel vom Legato gelernt und dann versucht, auf dem Flügel so ähnlich wie nur möglich mit der Stimme ein Legato zu erzielen. Und dafür braucht man einiges mit den Fingern und alles Mögliche, also Arm und so weiter, so oder so zu machen, und das ist eine der Sachen, die sehr wichtig für die Schüler sind, weil das wird heute wenig gelernt, finde ich. Das Klavier ist heutzutage vor allem als Perkussioninstrument benutzt, und das finde ich schon eine Verarmung, nicht? Der Musik und von dieses herrliches Instrument ist noch dazu. Ein Flügel ist ein Instrument, der 2,80 Meter lang ist und 1,50 Meter breit. Und es ist so, ich könnte es also so erklären, es ist genau wie wenn man eine Porsche fährt. Nicht? Da braucht man nicht viel Kraft auf dem Bein zu haben und schnell zu fahren. Gut, beim Klavierspiel ist genau dasselbe. Mit einem Klavier kann man fast alles tun. Also in Stimmen, in Umfang, in Möglichkeiten von Farben, von alles. Also man kann von einem sehr zarten und pianissimo Klang bis zu ein ziemlich also großes und gewaltiges. Es muss aber meines Erachtens immer ein Klang bleiben, nicht? Und nicht diese fürchterliche, verzerrte Klänge, die man häufig hört. Also da gehe ich absolut gegen den Strom heute, muss ich sagen. Aber ich hoffe und ich glaube, diese Richtung wird kommen.
Wir werden nicht spielen, natürlich, wie man vor 50 Jahren oder 100 Jahren gespielt hat, weil wir in einer anderen Zeit leben. Das heißt nicht, dass unsere Zeit arm sein muss. Es wird anders sein, aber es kann genauso reich als andere Zeiten sein.